Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute The Island Case. Und es läuft leider auf dem anderen Monitor, deswegen werde ich euch nicht anschauen. Sondern nach da. Edge. Start. So, ist ja nicht so schön hier. Wo sind wir? Was ist los hier? So, sind wir auf einer Insel? Wir sind auf einer Insel, oder was war? Ach, du Schande. Okay. Josh, Juli, der 15. 1900. I can't believe I'm stuck on this island. If it wasn't for this old ship, I wouldn't be here. The current is too strong, so I can't swim out here. I constantly see a man with an umbrella who is watching me afar. Aha. Schön für dich. Perhaps those who were here wrote these letters. Ja, kann ich auch nicht sagen, wer diesen alten Letter geschrieben hat. So, hier haben wir eine Grave. Who and why could die on this island? Ja, das fragt mich auch, wer hier stirbt und wer hat ihn verbuddelt. Vor allen Dingen. Und warum ist hier so eine Blume? Kann ich die nehmen? Ist eine Rose? Nein. Kreuz sieht auch nicht so richtig gut genagelt aus. Da hätte man auch mal so einen Winkel nehmen können. Aber ist eine andere Geschichte. Ist eine andere Geschichte. Wer bin ich, dass ich richte? So, ich habe mein Boot. Eigentlich. I crashed here a couple of days ago and this boat. Der Text ist ganz schön schnell. Ja. Mein kaputtes Boot. Was soll ich dazu sagen sonst? So, hier hinten ist wahrscheinlich noch ein Grab, Alter. Wie viele Gräber sind hier? So, vielleicht der Brief wird uns Ausschluss geben. Sam, 15. August 1930. I am a ghost hunter. And I come to this island because of the rumors about it. This is a very strange island. It rains all the time and it seems that two people die here before me. My boat is gone. I tried to offer money to the guy with the umbrella to get me out of here. But he either does not hear or simply does not pay attention to me. Okay, und Knich ist hier mit einem Regenschirm und er hat nicht auf Sam gehört. Und hier ist schon wieder ein Grab. Also wahrscheinlich der zweite Grab. Mit Rose. Also ihr seht, grafisch ist hier aus... ist hier aus den Vollen geschöpft worden. Oh, okay. Hand bewegt sich so, ja. Soll ich da mal hin hier? Okay, mal hin. Hä? Give me... Ja, okay. Gib mir 5 wunderschöne Rosen. Kannst mal abhauen, Alter. Das geht's... Weißt du, du bist hier auf so einem Drecks-Island. Hier ist nichts, Alter. Nicht, kein Grashalm. Und er sagt, gib mir mal 5 schöne Rosen. Klar. Ist das deine Macke oder was? So, Dean. Oder Din. 15. November 1945. I sailed here because my brother went missing 15 years ago. Oh, it's the brother from another mother. I didn't find my brother, but there are 3 graves here. Oh, noch ins Meer. I came here because my brother was missing 15 years ago. I didn't find my brother. But there are 3 graves here. Copy and paste, copy and paste, copy and paste. I tried to ask the man with umbrella about the missing brother and about the graves. But he's silent. I've been on this island for a month. Not sure if I can survive. Ah, jetzt hat's mal kurz aufgehört zu regnen. Kurz kam die Sonne mal raus und ich hab hier lesen. Mann, ist doch scheiße. Okay, gut, dann werden wir mal hier... Okay, wir haben eine wunderschöne Rose gesammelt. Hier vorne war da noch was. Warte mal, hier, da hinten, die holen wir uns auch. I'm coming for Rose. Also bis jetzt, sah ich sehr skurril. So, hier haben wir noch ein Grab. It's an empty grave, but who should be buried in... Ja, das weiß ich nicht, wer da drin vergraben war. Wahrscheinlich der Typ, der die Rosen haben will. War wohl nicht Schwimmer. Carl. Carl! March, 15. 1915. I'm going crazy. I'm spent 2 weeks on this island. This umbrella idiot just watched me die here. Tja, wo ist denn der Umbrella Guy? Because I wasn't on this island forever. So, kennt ihr das auch, wenn man einfach so sinnlos da vor sich hin singt? Ich bin eigentlich bestens prädestiniert für so einen Scheiß. Ja, eigentlich singe ich ständig vor mich irgendein Mist. Ist nur blöd, wenn ich online bin. Also, blöd für euch, tatsächlich. Und blöd für die Welt. Für alle 3, die es sehen. So, wo sind denn die restlichen schönen Rosen?
Hier hinten ist noch eine Rose. Ja, schnappen wir uns. Swim. Dankeschön. Ah, da guck mal hier. Da oben ist der Umbrella Guy. Leider habe ich heute keine Rose für dich. Der ist der Bachelor. Er ist der Bachelor. So, darf ich? Dankeschön. Was ist? Okay, I have and give the rose away. Okay, alles klar. Danke. Wo ist denn die Kralle? Hallo? Krallo? Wo ist er denn? Ist er das? Ah, nee, hier ist das Boot, das muss auch nach hinten sein. So, was will der jetzt mit den Rosen? Das war wahrscheinlich für ein schönes Blumenbouquet oder so in seinem Flur oder was? So, also zwei Sachen können jetzt meines Erachtens nach passieren. Wir nehmen in die Rosen und er geht und lässt uns irgendwas da, hoffentlich irgendwie, wir sind nicht ein Boot oder was? Oder er kommt ganz raus und denkt sich so, danke für die Rosen, Mr. Lava Lava. Ja, und möchte mit uns hier ein Tänzchen machen, wer weiß. Thank you, wait here. Nee. Ich möchte hier nicht warten. Ah, es ist Tor 1, es ist das Boot. Okay, und? Ich möchte gehen. Kann ich? Ich möchte, warum? Hallo? Bye, bye! Bizarrer-Typ mit Regenschirm. Adios. Okay. Ja, das war die Island Case. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Rose da. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Grab wieder, ihr Lieben. Bis dahin. Give me five wonderful roses!